Herzlich willkommen zu Trinkladen Live Folge 7 und ich habe euch schon ein bisschen angeteasert, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Genau, das ist der Ilias aus Frankfurt. Er erzählt gleich noch mal ein bisschen mehr über sich. Erstmal eine kleine Einführung, was wir hier überhaupt machen, was wir sind. Genau, die meisten kennen uns ja, trinkladen.de, ein Online-Shop für Spirituosen, Champagner, Wein etc. Und hier seid ihr jetzt bei unserem Live Teleshopping-Kanal. Also ihr bekommt unten schöne Produkte eingeblendet, die könnt ihr direkt in den Warenkorb schmeißen und direkt bestellen. Also legt los, wir haben tolle Angebote heute und ein super tolles Produkt und genau, alles Weitere wird jetzt gleich kommen. Jetzt erstmal zu dir, Ilias, oder vielleicht sollte ich mich auch erstmal noch entschuldigen, und zwar der Carlo ist heute nicht da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat. Heute wird der Gennady für euch Ansprechpartner sein. Der wirft dann eure Fragen zu uns in die Runde und wir beantworten sie natürlich. Okay, Entschuldigung, Ilias. Alles gut, freut mich hier zu sein. Genau. Ich freue mich auch. Lange Reise gehabt? Nee, eigentlich gar nicht. Ging, oder? Alles super. So, Frankfurt, glaube ich. Ja. Genau, eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, genau. Kannst du mir ganz kurz erzählen, was du überhaupt machst? Ja, ich bin Bartender seit 20 Jahren und ich arbeite für die Firma Zamora. Der Gin gehört zu unserem Portfolio, Martin Miller's Gin, und wir haben verschiedene Marken. Und ich bin im Einsatz als Brand Ambassador und kümmere mich um Veranstaltungen, Events, Tastings. Ja, bist du ja auch schon ein paar Jahre mit dabei, was? Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, das ist schön, also zum Pandemiestart sozusagen. Genau. Da wird es ja nochmal richtig rund gehen jetzt bald für dich. Hoffe ich doch, aber es macht Spaß. Ja, sehr cool. Ja, genau, er hat es ja schon gesagt, denn Martin Miller's Gin, das ist dieser schöne Gin hier. Schöne Flasche, du korrigierst mich einfach, wenn ich irgendwas falsch sage. Das ist ein sehr, sehr, also einer der ältesten Gins, würde ich eigentlich behaupten. Auf jeden Fall. Es gab den Gordons und dann lange nichts. Und dann haben sich zwei Männer mittlerweile, große Männer, starke Männer, wo dann gesagt haben, hey, lass uns jetzt auch mal was machen und nicht dieses Standard, sondern irgendwas Besonderes mit einer schönen Geschichte. Genau. Und dann ist rausgekommen der Sand oder der Martin Miller's Gin. Super. Genau. Was gibt es über das Produkt zu sagen? Also erstmal über Gin. Wie wird ein Gin eigentlich hergestellt? Ich glaube, man tut ja hier einen Neutralalkohol einkaufen, den man dann verschiedene Kräutern und Gewürze zusetzt. Also ein Bestandteil muss der Wacholder sein, sonst darf er sich ja nicht Gin nennen. Ja, beim Dry Gin ist es so. Es gibt verschiedene Kategorien. Das ist eine spezielle Kategorie bei dem Martin Miller's Gin. Hier wurde sorgfältig die besten Botanicals wurden eingekauft und natürlich die Story mit diesem Gletscherwasser aus Island. Genau, die benutzen ja dann, um das den Gin auf Trinkstärke zu reduzieren. Genau. Nicht irgendein Wasser, sondern eben wirklich isländisches Quellwasser. Quellwasser aus, das ist ein Gletscher. Ein Gletscher ist seit 800 Jahren mit im Gletscher. Genau. Genau, seit 800 Jahren im Gletscher, also ein sehr, sehr reines, sehr mineralhaltiges Wasser und gibt natürlich diesem Gin dann auch den gewissen Geschmack. Ja, bereichert wurde er, ich glaube, warte mal, schenk uns auch mal gleich ein. Ich glaube, Gennady möchte auch ein kleines Stückchen probieren. Genau. Dann können wir den mal schon mal gleich mal riechen. Ja, super. Genau, hier sind jetzt so die Standard-Botanicals, glaube ich, dabei. Wacholder, Angelika-Wurzel, Zitrus natürlich. Was haben wir noch? Koriander, Cassia. Genau. Bitterorange, Zitrus, Limette. Ja, es hört sich sehr schön an. Ich bin mal gespannt. Cheers, Männer. Cheers, Jungs. Schön, dass du da bist. Ach, tolle Nase. Aber kommt sofort der Zitrus. Sofort, durch. Ja. Sofort. Unglaublich. Wollen wir probieren? Gerne. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, bevor du gekommen bist und wir jetzt auch diesen Livestream starten und habe dann mir auch ein Video von den zwei Männern angeguckt und die erwähnen ja immer wieder so, ja, warum dieser Gin so besonders ist. Also smooth. Smooth, total. Genau, rund. Und ich glaube, was ihn auch noch mal so speziell macht, man muss aber verstehen, die neuartigen Gins, die jetzt immer auf dem Markt sprießen, die werden in einer Column Still hergestellt. Eine Column Still, das könnt ihr vorstellen, das ist
wie so ein kleiner Turm mit verschiedenen Fenstern. Dann kannst du immer wieder so Schichten einschmeißen, damit es dann eine Destillation sozusagen zweimal destilliert wurde. Genau, der wurde zweimal destilliert. Genau, und Martin Millers hat jetzt ein Verfahren, das ist normalerweise, bei Whiskys kommt es häufig vor, und zwar in einer Pot-Still-Anlage. Und das Ganze wird nicht destilliert und dann nochmal destilliert, sondern es wird destilliert, wirklich rausgenommen, nochmal geruht. Also er ruht nochmal ein paar Tage oder ein paar Stunden und dann wird er nochmal ein zweites Mal destilliert. Und deswegen kriegt er durch die schönen Ruhephasen, kriegt er auch dieses runde, wie du sagst, smoother Charakter. So angenehm. Für jeden Gin-Fan einfach nur fantastisch. Also das ist wirklich sehr schön. Sehr schön, muss man sagen. Wollen wir nochmal damit einen Drink mixen? Ja, gerne. Was empfiehlst du? Also ich würde einen ganz klassischen Gin Tonic. Gin Tonic, oder? Da habe ich eine sehr geile Idee, weil wir haben hier die neuen Gläser. Habe ich das schon letzte Woche gezeigt. Ich stehe einfach auf diese Gläser. Die sind auch wunderschön. Jetzt stelle ich mir immer so vor, wenn ich wieder im Urlaub sitze, auf einer Terrasse oder auch am Strand, oder nicht vielleicht am Strand, aber irgendwo in der Sonne und dann ein schönes Glas habe, ein Ballonglas mit viel Eis, ein Gin Tonic drin mit ein paar Kräutern. Auf kommt, jeden Fall. Kommt sehr geil an. Und wenn man das richtige Eis dazu hat, so wie du hier, ich sehe, du hast dich bestens vorbereitet. Genau. Nur ein bisschen gefroren, sind frisch aus dem Eisfach. Deswegen komm, nimm doch einfach das Händchen. So. Ich glaube, das ist in Ordnung hier. Nee, das geht ja schon. So, also ihr seht, diese geilen Eiswürfel. Unten haben wir ja am Bildrand unten haben wir auch nicht nur den Martin Millers Gin, sondern verschiedene Barutensilien. Da ist auch dieser spezielle Eiswürfelmaker drin. Da könnt ihr euch diese schönen großen Eiswürfel selbst zu Hause herstellen. Für diesen Gin nehmen wir natürlich Erdbeeren und frischen Pfeffer. Das ist unsere Empfehlung. Passt ja, Erdbeere, Sommer. Und Rosmarin. Gin Tonic, Rosmarin. Den kann man nochmal vorher kurz anklopfen. So, und hier ist unser Pfeffer. Den grinden wir hier nochmal ganz kurz. Ja, oder hier mit der Mühle. Wir sind natürlich so ein bisschen hinterher und nehmen noch einen Stößel. Das ist kein Problem. Kann man auch machen. Aber zu Hause gibt es ja diese Stöße, wo man ein bisschen Kräuter etc. andrücken kann, seine eigenen Soßen oder Dips drücken kann, mixen kann. Könnt ihr auch so machen. Wow. Sieht appetitlich aus, oder? Es riecht schon so nach Rosmarin und Erdbeeren. Da muss ich gleich mal. Hast du irgendwie einen speziellen... eine gute Tonic-Empfehlung? Ja, das wollte ich gerade dich fragen. Wir haben hier so viele Tonics. Wir haben ein neues Tonic und zwar Mistelhane. Das Tonic ist ein relativ neues, auch deutscher Markt. Nur natürliche Zusatzstoffe, Kaltmazeration. Interessant, das kenne ich gar nicht. Ist sehr interessant. Ich habe die letztes Jahr auf einer Messe kennengelernt und ich stand eigentlich aus Langeweile da, irgendwo in der Ecke, dass mich keiner ansprechen kann. Und dann hat er so um die Ecke geguckt, der Gründer hat gesagt, ob ich mal probieren will. Da habe ich gesagt, ja komm, dann probiere ich mal schnell. Und war dann wirklich so begeistert, dass wir ungefähr 4 Wochen später hier beim Trinkladen den ihre Produkte verkaufen. Aber wenn du es noch nicht probierst, darfst du natürlich auch mal gerne einen Schluck vorprobieren. Sieht doch cool aus. Verschiedene Tonics, auch unten werden die Tonics angezeigt, könnt ihr direkt in den Warenkorb schmeißen. So, dann geben wir das Ganze nochmal einen kleinen Stil. Was sagen die Jungs auch immer, the gin with the special twist, oder... Ja, also das sieht richtig toll aus. Ich rieche mal dran. Boah, da hat man richtig Lust auf Urlaub. Wer mag probieren? Ich probiere mal als erstes. Probier mal den Tonic erstmal. Allein schon dieser Geruch ist echt wow. Ist auch mal wieder was anderes, muss ich sagen. Boah, der ist sehr fruchtig, der Tonic. Sehr fruchtig, ja. Boah, der ist echt super. Also, was auch so richtig gut ist, dieser Pfeffer. Mhm. Und dann mal ein bisschen rumkaust auf dem Pfeffer. Macht auch Spaß.
Muss ich nur aufpassen, dass ich mir nicht das Auge aussteche. Kannst du ruhig rausnehmen. Willst du auch probieren oder soll man Gennady weitergeben? Kannst du ruhig weitergeben. Wir haben ja noch ein paar Drinks. Oh ja. Du darfst auch mal. Cheers. Es kriegt auch eine schöne rötliche Farbe von den Erdbeeren. Ja, jetzt geht es ja bald wieder los im Sommer. Genau. Und oder ab März, dann können wir wieder so richtig leckere Gin Tonics machen. Definitiv, aber wenn wir jetzt so viel über den Sommer reden, würde ich mal sagen, es gibt ja einen Sommer-Full-Gin von Martin Millers und es gibt auch einen Winter-Full-Gin. Sollen wir mal den Winter-Full erster machen? Ja. Oder? Würde ich sagen, genau, Winter-Full-Gin ist, also du verbesserst mich immer, weil, wie gesagt, du bist der Profi. Das kannst du schon ganz gut. Wenn du nichts sagst, fühle ich mich natürlich geehrt. So, Winter-Full-Gin. Ihr müsst euch vorstellen, was wir ganz Wichtiges vergessen haben. Hier haben wir noch Gurke mit drin. Ja. Was auch ein bisschen ungewöhnlich ist für einen Gin. Definitiv. Und hier haben wir jetzt den Martin Millers Gin, den Standard mit, also da kommt dann eine dritte Destillation mit Mandarine und Zimt ist jetzt hier nochmal mit dabei. Und das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an den isländischen und englischen Glühwein, richtig? Genau. Das erinnert auch an unseren deutschen Glühwein. Auch ein bisschen deutschen. Genau. Nelke dann wahrscheinlich sowieso mit drin. Was machen wir noch rein? Da kann man dann auch warme Getränke mitmachen im Winter. Genau, deswegen wollte ich auf den überspringen, weil hier das Geniale ist, den könnt ihr auch warm trinken. Also nicht unbedingt als Gin Tonic. Aber auch möglich, kalt. Aber wie gesagt, auch schön anwärmen den Gin. Nicht so arg, weil dann verliert der Alkohol. Das wollen wir ja nicht. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Ja, das ist eine Special Edition. Da sind wir stolz drauf, dass wir den haben. Das vergrößert unsere Range und damit bieten wir verschiedene Geschmäcker an. Passen wir uns im Winter an, genauso auch im Sommer. Genau, genau. Wir haben eine komplette Range. Und? Was sagt ihr, Jungs? Nase, muss ich jetzt sagen, ist Zitrus ist nicht mehr so enorm da, ganz leicht. Wow. Also er schmeckt mehr, als er riecht. Von der Nase her würde ich sagen... Aber wieder total smooth und Zimt am Ende, am Anfang ein bisschen Mandarin. Wir haben jetzt auch 40 Volumenprozent. Ja. Also wirklich, Leute, ich empfehle euch diesen Gin und dass ich euch noch ein schönes Angebot geben kann, anstatt 23,90 Euro heute für 21,90 Euro. Wow. So wie dieser Standard und bei den nächsten haben wir auch ein Angebot. Also 2 Euro günstiger als sonst und das Ganze bis nächste Woche und bis zu unserem nächsten Dienstag-Livestream werdet ihr das Angebot nutzen können. Also ich würde zuschlagen, es ist noch eine Weile kalt. Probiert den Gin aus. Ist es eine limitierte Edition? Ich glaube, es ist auch eine limitierte Edition, richtig? Ja. Also wahrscheinlich wird es den auch nächsten Winter nicht mehr geben. Deswegen nutzt die Chance und holt euch diesen Gin. Das ist echt, also Geruch ist sehr angenehm, auch nicht so rausstechend. Und dann, wenn man probiert, Zimt schießt auf jeden Fall entgegen. Lecker. Flasche ist auch wunderschön. Mit was würdest du den jetzt mixen? Ich würde den mixen auch mit als Gin and Tonic. Mhm. Warum nicht? Aber ich könnte mir es auch gut vorstellen im Glühwein. Im Glühwein? 2-3 Cl im Glühwein. Also einen ganz normalen Glühwein. Oder im Tee. Selbst machen und dann noch so 2-3 Cl dazu lernen. Ja, ein bisschen frischen Zimt dazu, ein bisschen Minze. Ah ja, super. Hört sich ja gut an, oder? Orange. Ja, cool. Getrocknete Orangen. Zimt-Martini. Zimt-Martini wird der Gennady machen. Hört sich auch gut an. Also sehr winterlich. Wie gesagt, sind ja noch ein paar Monate, bis es wärmer wird. Oder ja, es ist ja noch ein bisschen nicht kalt. Vielleicht, hoffentlich nicht, aber man weiß es nicht. Der April macht, was er will. Von daher, man weiß es nicht. Bestimmt. Aber Februar fühlt sich auch schon so an, als er macht, was er will. Das ist krass. Ja, gehen wir mal zum nächsten. Und zwar mal den Summer Full Gin. Genau, jetzt springen wir wieder zum Sommer zurück. Auch eine limitierte Edition.
Hier haben wir jetzt auch den Standard-Gin, so wie er hergestellt wird. Der wird dann wieder in eine Brennblase geschmissen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Rosmarin und Thymian dazu und wird sozusagen ein drittes Mal destilliert. Und somit haben wir den Martin Miller Summer Full Gin. Limitierte Edition und natürlich auch hier anstatt 23,90 Euro für 21,90 Euro. So, ich finde es auch richtig genial mit dem Ausgießer vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Gennady, wärst du vielleicht mal so lieb? Genau, hat einen super Ausgießer. Also, noch einfacher geht es nicht für euch. Das Arbeiten viel einfacher. Obwohl manche wollen ja, mein Handgelenk und dann rutscht noch ein bisschen mehr Gin rein, als eigentlich sollte. Das ist nicht oder so schlimm. Müsste. Aber ist nicht so schlimm, genau. Aber ihr seid ja trotzdem auf der sicheren Seite. Wow. Diese Frische, gell? Hier riecht man jetzt wieder ein bisschen mehr, genau. Also hier ist wieder mehr Aroma vorhanden wie beim vorigen. Thymian. Obwohl ich fast sagen würde, der ist bisher so am smoothesten. Oder? Der brennt ja gar nicht. Oder es liegt daran, dass es schon der dritte ist, pur. Den kann auch sein. Ja, der brennt nicht. Aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, welcher am smoothesten ist. Aber du hast eine geile Schürze an, muss ich auch nochmal gestehen. Gibt es die auch käuflich zu erwerben irgendwo? Das weiß ich nicht. Ich habe die Geschenke bekommen. Das Geschenk bekommen. Muss ich mal nachfragen. Immer die besten Geschenke, gell? Dass es keine zweite gibt. Super. Hier ist es wahrscheinlich auch, obwohl hier kann ich mir auch einen geilen so einen Gin Sour oder einen Gin Fizz vorstellen. Mit Rosmarin ein bisschen reingemattelt noch. Auch ein Dirty Martini. Sollen wir mal einen Fizz machen? Ja, können wir auch machen. Ich helfe dir ein bisschen, so gut ich kann. So, jetzt musst du mir helfen, was zum Shaken. Ja, ich habe alles da. So, Zucker brauchst du richtig. Ja. Bisschen schön. Also auch der Zuckersirup, auch sogar dieser haben wir unten im Warenkorb. Am Bildrand unten. Könnt ihr auch natürlich käuflich erwerben, somit, dass ihr könnt wirklich alle Produkte hier bei uns bestellen, dass ihr sofort zu Hause loslegen könnt. Jawohl. 2 cl Limettensaft. Ist natürlich so, den Shake-Up könnt ihr ja natürlich nicht käuflich erwerben, mit dem er jetzt shaked. Aber einen anderen tollen. 1,5. Zuckersirup. Also schön mitschreiben. Wir waren 2 cl Limettensaft, 1,5 cl Zuckersirup. Man kann auch Zitronensaft nehmen, aber wir haben jetzt hier Limettensaft genommen. So. Und jetzt nehmen wir mal 5 cl von unserem leckeren Gin. Ein bisschen Rosmarin rein oder würdest du es nur zum Dekorieren nehmen? Nee, man kann es doch maddeln oder reinwerfen und mitshaken. Ja. So. Willst du, soll ich? Du darfst. Ja. So, so ein bisschen kann ich auch noch was. Sehr gut. Hast du ein gutes Soda da? Wir haben... Kein gutes Soda da. Wir haben eigentlich gar kein Soda da. Doch, wir haben ein bisschen was da. Ich komme sofort. So. Genau, Soda hat ja jeder zu Hause. Oder ein Sodamax genau. Oder sowas. Ein Feinstrainer vielleicht auch noch, oder? Oder mal ohne. Ich glaube, es geht auch ohne. Machen wir ohne. Ja. So. Ah, das sieht super lecker aus. Den probiere ich auf jeden Fall mit. So, sehr schön.
So. Eine Profi-Soda hier. So, Trinkhalme haben wir auch, sehr schöne. Sprudelwasser ist auch okay. Sprudelwasser ist vollkommen. Auf jeden Fall. Wer einen Soda-Stream zu Hause hat, so einfach dreimal draufdrücken. Habt ihr mehr Soda. Trinkhalme könnt ihr auch bei uns online bestellen. Sind auch unten am Bildrand eingeblendet. Aber ohne, oder? Also, der ja. Profi trinkt ohne, oder wie ist das? Wie du magst. Ohne. Sehr gut. Und voilà. Cheers. Cheers. Jetzt einfach mal geschnappt. Geil. Ja? Sehr lecker, sehr erfrischend. Überhaupt nicht stark. Sehr lecker. Funktioniert. Den würde ich jetzt glatt trinken, aber ich muss noch Auto fahren. Dann ist nicht so gut nach Frankfurt. Noch ein Stückchen. Ah, du darfst. Nimm dir ruhig hier, komm. Traut sich nicht wirklich ins Bild heute. Haare nicht gekämmt. Ja, ist echt ein toller Gin. Ja, ich muss sagen, ich kenne ihn noch von aus 2012 bis 2014. Da war wirklich in jeder Bar gefühlt und auf einmal war er einfach weg. Und Jahre nicht mehr gesehen. Aber jetzt kriegt er so ein bisschen wieder Schwung. Martin Müller Gin ist eigentlich in jeder Bar. Das ist ein so bekannter Gin. Und jetzt kommt er nochmal richtig. Genau, jetzt gibt es nochmal so einen richtigen Push gefühlt. Genau. So, wir haben aber, mit der Palette sind wir noch nicht ganz durch. Es gibt noch einen West. Der Westburn Strength. Der hier ist natürlich der stärkste von allen. Der hat 45,2%. Und bei diesem Gin reden wir von der Bartender-Line. Die Bartender freuen sich, wenn die einen bisschen stärkeren Gin haben mit mehr Bums, sage ich mal. Weil dann kann man den Gin Tonic auch richtig genießen. Dann reichen eigentlich so 2-3 Gin Tonics und dann geht es einem sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Aber auch für Cocktails sehr geeignet. Da kann man mal so richtigen Martini-Cocktail genau, genießen. Genadi würdest du da sagen, schön Martini-Cocktail, genau. Und Dirty Martini, Entschuldigung, bedeutet noch ein paar Oliven dazu und vielleicht ein bisschen vom Olivensaft, wenn man es sehr dirty mag. Und aber ich finde es gut, dass es auch ein bisschen stärkere Gins gibt, weil für Liebhaber, die mögen nicht immer nur die ganz normalen 40-prozentigen Gins, ja, sondern die wollen mal ein bisschen mehr. Natürlich kann man die Gins auch alle pur genießen. Viele Leute trinken Gin einfach nur pur. Finde ich auch nicht schlecht. Also sehr spezielles Produkt. Ich würde jetzt, besteht aus dem Standard-Gin, richtig? Nur ein bisschen mehr Volumen. Mehr Volumen. Das war's. Also so vom, da ist jetzt nichts mehr anderes hinzugefügt oder so. Das ist der reine Standard mit den ganz klassischen Botanicals und natürlich den paar Botanicals mehr, wo den Martin Müllers auch so speziell machen. Ja, sehr cooles Produkt. 45,2 Volumenprozent ist alle Barliebhaber, wo es Mixen zu Hause machen oder auch sich fürs Mixen interessieren. Sehr interessant, auch als Gin Tonic, Martini Dry Cocktail, als Fizz natürlich auch. Und dann haben wir den Nine Moon. Das ist jetzt ein ganz spezieller Gin, würde ich sagen. Ein Barrel-Aged Gin. Ihr seht es auch an der Farbe. Ja. Genau, und Nine Moon, lass mich mal raten, erst 9 Monate im Fass gelegen. Und ich würde auch sagen, in französische Weißeiche war es, richtig? Französische Weißeiche, anstatt in, wie man es gewohnt ist, von Gins in Bourbonfässern, Ex-Bourbonfässern. Genau. Und mit einer Kokosnuss- und Vanillenote. Kokosnuss, Vanillenote, also auch nochmal sehr speziell. Den würde ich jetzt gerne auch nochmal probieren. Mhm. Da haben wir hier noch Gläschen. Der Gnadi will auch probieren. So kriegen wir auch noch hin. Das ist eine Rarität. Das ist auch sehr klein. Was hat denn das für eine 0,35 Liter? Okay, sehr klein, sehr schick, süß auch. Aber ich glaube, wenn man trinkt, ist er nicht mehr so süß. Dann zeigt er, was er kann, oder? Das schauen wir jetzt gleich mal. Wow, sofort Holz.
Ich würde jetzt sogar, klar, jetzt hast du schon gesagt, Kokos, würde ich jetzt auch sagen. Ja, den definitiv zum Purtrinken. Genau, die würde das ist für alle Gin-Liebhaber. Für alle Gin-Liebhaber. Genau. Wow. Auf jeden Fall richtig. Auch 40 Volumenprozent, okay. Schmeckt mir jetzt gar nicht. Das ist wahrscheinlich das Holz, gibt dem nochmal eine schöne Rundung. Und die Kokos. Und die Kokos auch schön. Gell? Macht ihn sexy. Irgendwie ungewohnt. Gell? Man merkt nicht gleich, dass es sofort Gin ist. Es ist so richtig viele Flavors kommen da. Aber mal, der Wacholder kommt echt schön durch noch. Gell? Mhm. So ein sehr interessantes Produkt haben wir natürlich für euch auch. Anstatt für 49,90 Euro für 47,90 Euro. Und ist auch wieder eine Limited Edition. Gibt es nicht wirklich viele. Und was nochmal ganz besonders am Gin ist, ist ein Solera-Verfahren. Hiermit garantiert man eine gleichbleibende Qualität und einen gleichbleibenden Geschmack über viele Herstellungsprozesse und dadurch auch sehr zu empfehlen. So, Leute, nochmal ganz kurz zurück. Gnade. Ja. Wie viele Flaschen gibt es davon? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Es müssten um die 5000 Flaschen sein. Aber wenn es jetzt 4500 sind, bitte nicht sauer sein. Ich weiß, dass es noch eine ganze Menge gibt hier in Deutschland. Es gibt noch eine ganze Menge, ja, das stimmt, das stimmt. Also so schnell geht er nicht aus. Wie gesagt, hier... Aber noch was zum Angebot. Du hattest mir gesagt, da gibt es noch Gläser dazu, oder? Richtig, ja, genau. So, zu jeder Flasche, die ihr kauft, erstmal dieses besondere Angebot etwas günstiger als normalerweise. Und dann geben wir euch zu jeder Flasche noch zwei Martin Millers, also zwei Original Martin Millers Gläser dazu. Also wenn das nicht ein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Ach so, ja klar. Und dann zusätzlich, wenn ihr den Standard Gin bestellt, bekommt ihr natürlich noch dieses Paket anstatt den normalen. Und da ist jetzt ein ganz toller Messbecher aus Edelstahl mit dabei, Jigger auch genannt, richtig? Oder Jigger, ja. Also, dass ihr dann auch gleich zu Hause loslegen könnt. Also ein sehr tolles Angebot. Ja, super. So, können wir noch irgendwie was zeigen, mixen oder hast du noch eine Idee? Sollen wir noch einen schönen Gin Tonic machen, vielleicht mit mehr Früchten, mit Grapefruit, Limette? Gerne, warum nicht? Schöne Idee. Mal in so einem schönen Glas vielleicht, dann sehen die Leute, wie es zu Hause aussehen könnte. Auf jeden Fall. Mit Grapefruit, ja. Grapefruit. Was empfiehlst du da immer, die Schale oder eher die Frucht selbst? Spalte oder wie sagt man dazu? Am besten beides. Beides? Ja, die Frucht in das Glas und die Schale für das Aroma oben drüber. Mhm. Jawohl, Gennadi. Laura fragt, welcher Gin ist ein neuer Liebling? Von den fünf. Also ich würde jetzt sagen, vom Probieren her gehe ich auf den Standard. Und ich bin sehr überrascht vom Wintervoll. Ich liebe Zimt und dadurch ist es halt mein Geschmack. Also wer jetzt kein Zimt mag, würde ich sagen, geht lieber auf den Sommervoll oder einen auf den anderen. Und was sagst du, was ist dein Ja, je nach Jahreszeit. Je nach Jahreszeit. Aber eigentlich bin ich auch so der Fan vom klassischen Martin Millers. Aber ich habe natürlich auch die ganze Range bei mir in Frankfurt. Und deswegen im Winter probiere ich dann halt den Wintervoll. Im Sommer gehe ich in den Sommervoll. Aber eigentlich so einen normalen Gin Tonic nehme ich immer den ganz klassischen Martin Millers. Da fühle ich mich wieder heim, wenn ich ihn trinke. Sehr schön. Oder ist das schön? Man kann es auch tagesabhängig machen. Also wenn ihr sagt, hey, heute ist es mir nach ein bisschen was Zimtigen, dann nimmt den Wintervoll. Heute will ich was mit Rosmarin, dann nimmt den Sommervoll. Und ich will schön was Zitruslastiges, standardmäßig, also was heißt standardmäßig, Standard Millers Gin, dann greift natürlich danach. So. So. Magst du schon mal das Glas befüllen? Ja, klar, natürlich. Natürlich, der David hat die Pause verlassen. So.
Immer schön das Glas mit Eiswürfeln voll machen, richtig? Jawohl, sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Viele Leute denken immer, wenn man viel Eis reinmacht, dass man sparen möchte. Dabei ist es genau das Gegenteil. Umso mehr Eis, desto weniger Schmelzwasser. Umso weniger Eis, desto mehr Schmelzwasser. Und Drink bleibt immer kalt und es gibt weniger Schmelzwasser, wenn viel Eis drin ist. Und das ist eigentlich genau das Richtige. Bei jedem Drink, nicht nur beim Gin Tonic. Genau. Perfekt. So, jetzt mache ich hier mal die Grapefruit-Schnitte rein, ohne die Zeste. Und die Zeste ist am Ende. Damit können wir dann unser Drink parfümieren oder aromatisieren. Mhm. Nehmen wir den klassischen Martin Millers oder welchen wolltest du nehmen? Nimm mal den klassischen. Oder den Westman Strength. Nee, den klassischen. Okay. Magst du eingießen? Gerne. Auch immer sehr schön, so dieses Spiel an der Rückseite, wenn man durchschaut jetzt nach dem, jetzt sieht man genau die England und Island. Mach noch eine Lime Wedge rein, die presse ich auch noch aus. Dann haben wir noch mehr Zitrus-Flavor, Grapefruit, Lime. Und jetzt nehmen wir wieder das leckere Tonic, weil das passt hervorragend dazu. Super, oder? Oh. So, hier haben wir noch was. Und jetzt erst ganz am Ende die Grapefruit-Zeste. Genau. Ah, das Glas wirklich super schön. Passt genau alles rein. Perfekt. So. Wow. So, die ätherischen Öle. Ich hoffe, einmal das habt drüber. Ihr genauso gesehen wie ich, wie hier die ätherischen Öle aus der Zeste gespritzt haben. Sehr schön. So. Super sieht das aus. Ja, ja, echt sexy das Glas. Ich würde mir erst noch ein Bild machen, aber. Sehr schön. Ich zeige es nochmal ein bisschen näher, wie es toll aussieht. So, Leute, also so. Sieht er dann aus. Wirklich sehr schön anzuschauen. Jetzt mal gucken, ob er auch lecker ist. Aber ich bin mir fast sicher. Puh, so macht schon dringend Spaß, oder? Jetzt muss ich auch sagen, vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich hoffe, Carlo, du schaust zu. Wow. Sei bitte neidisch, weil... Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Mhm. Und ich weiß, wenn du zuschaust, würdest du gerne auch was trinken. Wow, das so. Schmeckt richtig lecker. Frage ist, was kostet der Gin? Der Gin kostet normalerweise 23,90 Euro. Heute im Angebot für euch für 21,90 Euro bis nächste Woche Dienstag. Und wenn ihr den Standard bestellt, bekommt ihr, wie gesagt, dieses Paket dazu. Habt ihr wirklich einen sehr qualitativ hochwertigen Chicker, kleinen Messbecher mit dabei und bekommt noch zwei Gläser Martin Millers on top. Natürlich alles nur, solange der Vorrat reicht. Wir haben ein bisschen was da, also was heißt ein bisschen, wir haben einiges da, aber es wird immer sehr viel und sehr schnell bestellt. Deswegen kann ich nicht garantieren, dass es immer noch wegkommt, mitkommt. Deswegen immer die Empfehlung, gleich bestellen oder so schnell wie möglich. Hm. Genau. Wow. Wie gesagt, alles paar Zubehör. Könnt ihr auch alles bei uns online bestellen. Einen Teil haben wir auch unten eingeblendet. Echt lecker. Sehr schön. Du, der ist wirklich tipptopp. Also das wird auf jeden Fall mein nächster Sommer-Gin. Auf jeden definitiv. Fall. Also mein Favorit heute Abend, wie gesagt, ist der klassische Martin Millers. Der hat mich jetzt echt nochmal richtig überzeugt. Die Editions, wie du sagst. Man kann da nicht viel falsch machen. Auch Martin Millers Gin mit irgendeinem beliebigen Tonic, ohne irgendwas reinzumachen. Da kommt sofort die Zitrusnote dabei raus. Es schmeckt einfach smooth und lecker. Ja. Natürlich kann man das natürlich ein bisschen pimpen mit Zitrus und Frucht, aber auch ganz, ganz klassisch. Einfach nur mit Tonic. Martin Millers Gin und Tonic schmeckt immer gut. Super. Sehr schön. Also... Vielen Dank erstmal, Ilias, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Und für euch gibt es jetzt noch eine kleine Überraschung, weil Ilias wird uns nächsten Monat zweimal nochmal besuchen. Genau. Wir haben noch einiges zu tun mit ihm oder haben noch einiges vor mit ihm und wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Auch, dass du dir die Mühe und den Weg gemacht hast. Das ist natürlich auch nicht immer wieder gerne. Schön bei euch hier. Vielen Dank, vielen Dank. Und
Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es war Trinkladen Live, Folge 7. Wie gesagt, folgt uns bitte auf Instagram, trinkladen.de. Da gibt es immer wieder Stories, neue Produkte, was wir vorhaben, Infos und so weiter. Es lohnt sich wirklich sehr, Rabattcodes, Gewinnspiele und so weiter. Und ansonsten wünsche ich euch ein frohes Einkaufen. Ich würde mich freuen, wenn einige Bestellungen eingehen. Ansonsten haben wir morgen 15 Uhr Trinkladen Folge 8, auch mit einem tollen Sommerprodukt. Deswegen einschalten, morgen 15 Uhr. Ich bedanke mich, ich wünsche euch alles Gute und bis morgen. Tschüss. Ciao.